Hallo zusammen, ich habe 3 Batterien im Sortiment, die wir direkt aus China importieren. Also die stellen wir nicht selber her oder sonst irgendwas. Wir machen Kühlschränke. Aber zu den Kühlschränken und Kühlboxen braucht es immer die Stromversorgung. Und so haben wir diese 3 Batterien. Und die haben wir mit Bluetooth. Also dass man übers Handy auslesen kann, was reingeht, was rausgeht und so weiter. Und wir haben die Batterien ohne Bluetooth. Der kleine feine Unterschied, das ist die 100 Ampere. Ist, ich sag mal, der Preis mit Bluetooth und ohne Bluetooth. Die ist dann 900 ohne Bluetooth. Und die hier ist 1200 ohne Bluetooth. Und bei dieser Batterie sehen wir, was der Unterschied ist. Optisch hier sind die Batterien gestempelt, ohne Bluetooth. Aber diese Batterien haben trotzdem Bluetooth drin, aber es funktioniert nicht. Es ist einfach abgehängt. Ja, jetzt sagen mir die Leute, ja, dann kann ich nicht sehen, was drin ist. Ja, stimmt. Ihr seht nicht, was drin ist. Ihr seht auch eine Bleibatterie an, nicht was drin ist. Man kann zwar über die Spannung sagen, da ist etwa so viel, nur bei einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ist das schwieriger als bei einer Bleibatterie. Jetzt haben wir die ersten Prototypen dieser Batterie. Die haben hier oben eine Anzeige. Noch die Schutzfolie drauf. Kann man noch wegnehmen. Da sieht man dann, wie viel das da drin ist, was nicht drin ist und so weiter. Ich will jetzt gar nicht auf die Anzeige selber eingehen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass diese Batterie, das ist ein Prototyp. Das heißt, wir können momentan von denen Batterien nicht liefern. Aber wir haben, ich sage mal, das Ding so lose. Das ist das Anzeigegerät, was hier drin ist. Wir haben dann ein 2 Meter Kabel. Das Kabel könnte man auch verlängern und einschalten. Das Teil kostet 50 Franken. Und hier habe ich das Teil mit dem größeren Shunt. Dieser Shunt ist für maximal 75 Ampere. Dieser Shunt, das steht hier drauf, ist maximal für 500 Ampere. Und dazwischen gibt es noch einen für 150 Ampere. Warum unterschiedliche Shunts? Die Anzeige ist immer das gleiche. Das Kabel gibt es in verschiedenen Längen. Ist auch kein Thema. Warum hier diese unterschiedlichen Shunts? Je kleiner der Shunt ist, desto genauer misst er. Also das heißt, wenn ich hier, ich bin im Schrebergarten, habe so ein Panel drauf und so einen Laderegler, dann bringt das Ding Maximum 7 Ampere, das ist dann schon Wunder. Aber ihr habt eine bisschen größere Anlage, dann kriegt ihr vielleicht 20 Ampere rein. Also das heißt, das Größte, was ihr laden könnt, ist 20 Ampere. Habt ihr beispielsweise so ein Ladegerät drin, das macht auch 20 Ampere. Habt ihr die Lichtmaschine drin, also ein 2-Batteriesystem im Fahrzeug und ihr habt einen Ladebooster drin, also wenn ihr direkt Lichtmaschine lädt, dann können da auch mal 100 Ampere kommen, dann wäre dieser Shunt zu schwach. Bei 75 Ampere wird es gehen. Wenn ihr jetzt aber einen Ladebooster drin habt, was eigentlich normal ist, und ihr habt einen größeren Ladebooster drin, der dann 70 Ampere bringt, dann wird das hier reichen. Ja, warum habe ich jetzt 3 Stück? Das, der 150er und der 500 Ampere. Das geht vor allem nicht beim Laden ist das Thema, sondern beim Entladen. Hier ist wichtig, was wollt ihr aus der Batterie rausziehen? Wenn ihr eine Kühlbox dran habt, sonstige 12 Volt Verbraucher, Radio und was es da alles gibt, dann kommt ihr nicht über 75 Ampere. Also reicht der kleine hier.
wollt ihr eine Kaffeemaschine betreiben über einen Wechselrichter, dann braucht ihr 150, 1500 Watt. Das sind dann Maximum 150 Ampere. Da wird der mittlere hier, den ich nicht hier habe, reichen. Also Standard, auch was hier drin ist. Weil hier kommt noch das zweite Thema. All diese Batterien, die drei Stück, die haben das gleiche BMS drin und das ist Maximum ausgelegt für 150 Ampere. Mehr kann man da nicht rausziehen, dann geht es ein bisschen mehr, punktuell ein paar Sekunden, Millisekunden gehen, nachher geht das Ding aus. Sagt, wir haben Kurzschluss, zu viel Strombezug. Das heißt, wenn ich aber zwei Batterien parallel hänge, dass ich einen 2500 Watt Wechselrichter betreiben kann, dann gehen da schon mal Ströme um die 200 Ampere. Es gibt Leute, die hängen noch größere Wechselrichter an, da brauche ich auch mal 300 Ampere. Das kriege ich dann aus zwei parallel geschalteten Batterien raus. Und das über einen Regler einschönt, dann brauche ich ein Schönt in der Richtung. Am meisten habe ich nur eine Batterie drin, keine großen Wechselrichter über 1500 Watt, so Kaffeemaschine, Reiseföhn und das ist okay, dann braucht ihr 150 Watt, 150 Ampere Schönt. Ja, und jetzt fangen wir an zu rechnen, ihr habt hier die Batterie, 600 ist ohne Bluetooth, fast 800 ist mit Bluetooth. Der kleine Schönt rein, der liegt bei 50, also habt ihr für 650, ihr habt ein bisschen mehr Installationsaufwand. Ihr müsst nämlich hier das Ding hier verbinden auf dem Minuspol, Anschlussschema liegt bei. Da habt ihr für 650 eine Anzeige und eine Batterie, die vom Bluetooth nicht abhängig ist, das ist ein anderes Thema. Wir haben Probleme komischerweise. Gut, wir stehen dazu, wenn wir solche Probleme haben. Ich habe auch das Video, verlinke ich euch. Ich habe auch mit meinem Ex-Lieferanten Probleme. Der hat jetzt zum Beispiel 7 Jahre Garantie. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber okay. Und da haben wir aufgehört. Ich bezweifle, weil diese BMS, Batteriemanagementsystem, unser Hersteller oder unser Lieferant stellt die BMS nicht her. Die bezieht am anderen Ort und der macht nur BMS und es kann nicht sein, dass nur wir diese Probleme haben, sondern da gibt es andere auch, die einfach nicht darüber reden. Eben das komische Video, das verlinke ich euch am Schluss. Jetzt wenn ich aber eine 200 Ampere Stunden Batterie will und ich setze von mir aus den größeren, ist das Ding auf 1260 mit einer Anzeige, wo ich die Kapazität ziehe, der Strom, der rein rausgeht, da habe ich eine 200 Ampere Lithium Batterie für 1260 Schweizer Franken. Da sind wir nicht teuer, da sind wir im Mittelfeld, weil wir wissen, was wir bieten. Wir zahlen die InnoBat-Gebühren, da mache ich euch ein Video hier unten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.